Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Heute gibt es eine neue Glossy Box von mir. Das ist die März Glossy Box in einer diesmal wirklich sehr schlichten Verpackung. Sie ist auch richtig, richtig leicht. Ich bin echt gespannt, was da drin ist. Ich habe noch nicht reingeguckt. Habe sie aber halt schon mal aus dem Karton geholt. Und ich würde sagen, wir starten direkt durch. Der Deckel darf ab. Da. So sieht sie aus. Hier nochmal der Beweis, dass das alles noch da, wo es sein soll. Ich mache das mal auf. Da ist das Heftchen. Der Aufkleber klebt noch drauf. Ich würde sagen, das Heftchen packen wir erstmal beiseite. Beziehungsweise ich klappe das schon mal ein bisschen auf, damit ich euch gleich auch erzählen kann, was wir in der Box so finden. Und dann mache ich das mal auf. Oh, schön. So sieht die Box aus. Es sind einige kleine Produkte da drin. Aber sieht aus, als wenn es wirklich reichlich Produkte wären. Wir schauen einfach mal. Also das erste, was ich hier tatsächlich sehe, ist diese Packung. Daily Concepts, Your Facial Mini Scrubber with Smart Technology. Travel Size Makeup Remover, Exfoliating Face Scrubber. Also ein Schwämmchen, finde ich total cool. Habe ich noch nicht, freue ich mich richtig drüber, finde ich richtig, richtig gut. Ich gucke mal eben in dieses Heftchen rein, ob es das Produkt oben drauf gibt, also drauf zu, oder ob das ein Produkt tatsächlich hier aus diesem Heftchen ist. Das kann sich nur um Stunden handeln. Wow. Da seht ihr schon, wie wenig Ahnung ich habe. Also dieses Produkt von Daily Concepts kostet, also es ist ein Originalprodukt und es kostet normalerweise 9,95 Euro. Ups. Okay, also muss ich das wohl richtig doll wertschätzen. Finde ich auf jeden Fall cool. Hier ist noch ein Anwendungshinweis. Mit dem nassen Handschuh sanft über das Gesicht streichen, um Make-up-Reste und Hautschüppchen zu entfernen, gut auswaschen und trocknen lassen. Also ganz normal, wie mit einem Washi halt auch. Sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir gleich mit dem nächsten Teil weiter. Ich springe in meinem Heftchen schon mal kurz dahin. Es ist unschwer zu erkennen, ein Deo. Und zwar eins von den 8x4 Deos mit diesem neuen Design. Ich habe die tatsächlich schon öfter gesehen und mich gefragt, ob ich das mal ausprobieren soll. Und habe es aber irgendwie nie gemacht, aber ich finde das Design total cool. Das ist richtig schlicht, aber irgendwie auch ansprechend. Und das ist jetzt Nummer 4, Vibrant Flower Care Mild. 0% Aluminium, bla bla bla. Finde ich, ja, halt in lila ganz cool. Er kostet normalerweise laut dem Heftchen hier 2,49 Euro. Klar, das gibt es wahrscheinlich auch mal im Angebot beim Rossmann oder DM oder so. Aber ja, finde ich cool, dass ich das mal testen kann. Dann schauen wir mal. So, ich spicke mal. Ja, ich habe das nächste Produkt gefunden. Das nächste Produkt ist von Catrice. Ja, von Catrice. Ein Instant Awake Concealer, Cover Hydrate Anti Wrinkle in Cool Beige 10. Oh, das ist vielleicht ein bisschen zu hell für mich. Ich gucke gerade mal, wie diese Technik hier funktioniert. Naja, das ist auf jeden Fall so ein kleines Schwämmchen da oben dran. Da kommt natürlich jetzt noch nichts raus. Ich weiß nicht so genau, in welche Richtung. Also ich drehe das hier unten mal, ob da was rauskommt. Na gut, damit kann ich mich ja nochmal auseinandersetzen. Auf jeden Fall soll dieses Produkt, der Instant Awake Concealer von Catrice, 4,99 Euro kosten. Mal schauen. Ich glaube, mein anderer Concealer ist auch von Catrice. Ich habe ja den irgendwas mit Camouflage. Ach, der ist so weit oben. Ich glaube, Liquid Camouflage oder so heißt der. Und den finde ich auch gut. Also bin ich da sehr gespannt. Dann habe ich als nächstes einen Mascara hier drin von, ich hoffe, das ist so richtig ausgesprochen, von Ico. Ein kleiner Mini-Mascara. Ich habe immer so meine Probleme mit Mini-Mascara.
Mal schauen, ob mir der zusagt. Hat auf jeden Fall eine total coole Verpackung. Sieht eher aus wie so ein Lipgloss. Machen wir das mal hier mal auf. Oh. Ein geschwungenes Bürstchen. Da bin ich aber gespannt. Ist ein relativ kurzes Bürstchen. Black Magic. Ja, mal schauen, was unser Heftchen sagt, wie viel das Produkt kostet. Gar nichts, weil ich es schon wieder nicht hinkriege. Aber diese Hefte und ich, das ist einfach immer wieder geil. Wow, alles klar. Das sind 8 Milliliter. Ja, 8 Milliliter, die kosten 12 Euro. Quatsch, 4 Milliliter. Das Original hat 8 Milliliter und kostet 24 Euro. Das hier sind 4 Milliliter und das kostet dann 12 Euro ungefähr. Bin ich sehr gespannt, was dieser Mascara taugt, wenn der 12 Euro kosten soll. Wirklich sehr gespannt, da ich ja sonst meist günstige aus der Drogerie habe und die eigentlich total ausreichend sind. Schauen wir mal. Dann habe ich hier ein Produkt, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich switche da schon mal im Heftchen hin. Das ist von Alverde Naturkosmetik, von Vanessa Mai. Wie auch immer, Wolke 7. Ein Lipbalm, Kirsche. So sieht der aus. Ist eine ganz, ganz niedliche Aufmachung eigentlich. Huch. Und so ist er in der Mitte. Oh, riecht kirschig, aber nicht zu süß. Also, ja, mal schauen. Ist halt von Alverde. Einige Produkte, die ich jetzt von Alverde aufgrund meines Adventskalenders getestet habe, fand ich sehr gut. Andere fand ich echt strange. Also, ja, ich bin sehr gespannt. Soll normalerweise 3,45 Euro kosten. Ist ein stolzer Kurs. Also, mal schauen. So, und dann habe ich hier noch ein Produkt. Stamp and Drag. Okay, alles klar. Ich muss kurz erstmal schauen, was es sein könnte, bevor ich euch darüber was erzählen kann. Weil, ich mir leider... Aha. Oh, das kann ich ja wieder nicht aussprechen. Wie heißt die Marke? CAT? Ich glaube CAT. Ich mache das mal ein bisschen schärfer für euch. So sieht es aus. Also es ist eine wunderschöne Verpackung. Richtig hübsch. So. Das Ganze ist ein Stamp and Drag Liner Duo. Trage den Eyeliner, wie er dir gefällt. Stempeln, zeichnen mit Wing oder ohne. Mit diesem zweiseitigen Stift gelingt dein Augen-Make-up immer. Dank des Stempels kreierst du im Handumdrehen perfekte symmetrische Wings und mit der präzisen Spitze zeichnest du Lines wie ein Profi. Jetzt bin ich gespannt. Richtig, richtig gespannt. Soll als Original, also es ist ein Originalprodukt und soll 17,50 Euro kosten. Mal gucken. Wir holen das hier mal raus. So sieht es aus. Auf der einen Seite ist ein Liner. Auf der anderen Seite... Oh wow. Okay. Auf der anderen Seite ist er. Ich versuche es nochmal ein bisschen genauer zu zeigen. Kann man das erkennen? Das ist so ein Dreieck. Alles klar. Sehr interessante Technik. Hier steht, Stempel am äußeren Augenwinkel ansetzen und Wing nach oben gerichtet aufstempeln. Mit der Spitzenseite eine Linie entlang des Wimpernkranzes ziehen, bei Bedarf Linie verstärken. Ist auf jeden Fall schon fest, also ist richtig, also was heißt fest, es verläuft nicht mehr, das ist ganz cool. Ich bin gespannt, ich werde das mal ausprobieren, wenn ich nicht mehr das Haus verlassen muss. Einfach aus Sicherheitsgründen, denke ich. Ja, mal gucken. So, ich habe jetzt hier noch zwei Produkte drin. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas zu steht, aber ich glaube jetzt mal nicht. Ich glaube, das sind Produkte, die ich einfach so drauf zugekommen habe. Und zwar, obwohl, ich gucke es mir lieber nochmal an, bevor ich wieder denke, das ist was, was es umsonst gibt, weil es so klein ist. Und dann ist es wieder irgendwie was, was 20 Euro kostet oder so. Aber ich glaube, ich habe hier nichts darüber gesehen. Huh.
Nichts, okay. Gab's drauf zu. Also es ist von der Firma oder von der Marke 4711. Sind es zwei so Proben. Aqua Colonia Lime and Nutmeg. Erfrischend. Refreshing Aroma. Ach so, okay. Ein Aroma-Erfrischungstuch. Mit Limette und Muskatnuss. Was erfrischt man damit? Seine Hände? Sein Gesicht? Sein was? Mit Limette und Muskatnuss? Leute, das ist ja interessant. Und einmal White Peach and Coriander. Also halt weißer Pfirsich und Koriander, ne? Auch ein Erfrischungstuch. Cool. Leute, ich würde sagen, damit machen wir was. Ich habe nämlich ein Special für alle, die ganz brav bis jetzt zugeguckt haben. Ich habe hier eine Tüte. Wieder meine coole Apothekentüte. Und hier habe ich ein paar Sachen drin, die würde ich euch gerne mal vorstellen, denn die möchte ich sehr gerne verlosen. Es sind nur ein paar Kleinigkeiten. Ich habe jetzt die 200 Abonnenten erreicht und ich habe mich da sehr, sehr doll drüber gefreut. Ich habe da lange drauf gewartet und habe immer gesagt, oh, ich will unbedingt 200 Abonnenten haben. Natürlich würde ich mich freuen, wenn mein Kanal noch viel größer wird. Aber die 200 Abonnenten, das finde ich schon richtig klasse. Also das ist echt ein sehr geiles Gefühl. Und ich habe gedacht, ich mache das jetzt so. Immer wenn ich so einen 100er Schritt voll habe, also wie jetzt die 200, mache ich eine kleine Verlosung und versuche die von Mal zu Mal ein bisschen größer ausfallen zu lassen. Und fürs Erste habe ich heute ein paar Produkte hier. Ich lege euch die mal hier erstmal so rein. So sieht das Ganze aus. Also das sind hauptsächlich Proben, aber das sollte ja nicht schlimm sein. Ich fange mal mit diesen beiden Proben an. Das ist von Krüger Cool Drinks Typ Sommershake, Minze-Schoko-Geschmack. Das sind so ein Pulver und ich glaube, man muss nur noch Milch dazu packen. Den Inhalt des Beutels in ein Glas geben, 200 Milliliter kalte Milch dazu. Genau. Davon gibt es zwei Stück. Dann gibt es auch von Krüger Cool Drinks Sommershake Waldbeergeschmack, auch zwei Stück. Sind natürlich noch verschlossen und noch gut und alles, ne? So. Ich wollte das nur so ein bisschen aufteilen, deswegen habe ich die Packung aufgemacht. Dann gibt es diese wunderschönen Aqua Colonia Erfrischungstücher, die ich euch gerade vorgestellt habe. Einmal Limette, Muskatnuss, einmal weißer Pfirsich und Koriander. Die werde ich auch verlosen, definitiv. Dann gibt es von Dermacell eine Maske. Und zwar diese Totes Meer Mineralien Feuchtigkeitsgurkenmaske. Dann gibt es noch eine Maske. Und zwar von Schebens. Das ist die Luxusmaske mit Gold. Die Version, die so funkelt. Also, oder die, ja. Die nicht matt ist. Die könnt ihr einmal gewinnen. Dann könnt ihr gewinnen von L'Oreal. Ein Sugar Scrub, verwöhnendes Peeling, drei feine Zucker und Kakaobutter. Das ist so eine Probe. Dann eine Probe Honiggeheimnisse von Wahre Schätze, also von Garnier. Die finde ich relativ groß, die Probe, ehrlich gesagt. Und dann gibt es noch von TTZept eine Portion Danke, Granatapfel, Kakaobutter, Badesalz. Und es riecht auch ganz cool. Das alles packe ich euch alles zusammen. So, meine Lieben, das könnt ihr alles gewinnen. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist einen Kommentar unter diesem Video da lassen mit eurer Lieblingsfarbe. Also wäre nett, wenn ihr nicht einfach nur schreibt grün, sondern vielleicht einfach einen netten Kommentar da lasst, irgendwas Liebes sagt. Muss gar nicht für mich irgendwas Liebes sein, einfach vielleicht auch einen lieben Spruch, der euch einfällt oder ein schönes Zitat, ein schönes Gedicht, was weiß ich, irgendwas Schönes, wo sich vielleicht auch die anderen Leute dran erfreuen können. Und eure Lieblingsfarbe. Ich würde sagen, das Gewinnspiel lassen wir laufen bis 31. März und dann gebe ich den Gewinner bekannt. Ich muss kurz mal schauen, was das dann für ein Wochentag ist. Kleinen Moment. Das ist ein Dienstag, genau. Wir lassen das Gewinnspiel laufen bis zum 31. März und ich würde sagen, am 1. April in dem Video werde ich dann den Gewinner bekannt geben. Oder? Ja, genau. Ich glaube, dann werde ich den Gewinner bekannt geben. Und
Ich hoffe, euch hat die Glossybox gefallen. Also die Teile, die mir auch gefallen haben. Ich hoffe allerdings auch, dass der Gewinner des Gewinnspiels sich über diese beiden Produkte von Aqua Colonia freut. Das wäre natürlich schön. Und ich würde sagen, bleibt alle gesund und dann sehen wir uns hoffentlich am Mittwoch wieder beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.